Dunkle Grüße und auch den Zwölfen zum Gruße, liebe Leute, hier zurück bei Sternschweif, dem schwarzen Auge. Jawohl, ja. So, ich fange ja mit so, ne? Ist egal. Ich muss mal eben noch zum Waffensmied, Waffenhändler, diverse Sachen verkaufen und dann auch kaufen. Ich habe aber bei Taya, brauche ich was Neues. Nämlich ein neues Rapier, wenn ich mich nicht täusche. Aber warte, ich verkaufe erstmal tonnenweise. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich beim Waffenhändler richtig bin für tonnenweise verkaufen, aber mal gucken. Ich glaube, ich bald hier kann ich gar nicht so viel verkaufen. Ich weiß nicht, was ein Borndorn ist. Weg mit Borndorn. Wurfzeug ist magisch, behalte ich. Per se brauche ich die, glaube ich, auch nicht, aber ich. Ich finde die hübsch. Ich behalte die auch noch so. Basta. Oh, alles klar. Also, hier an Waffen habe ich gar nicht so viel, habe ich mir noch gedacht. Zack. Macht aber nichts. Auf jeden Fall kaufen wir uns natürlich ein Rapier, ein neues. Oder auch nicht, denn es gibt hier keins. Schön. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier leicht beschädigtes Rapier. Was magisch gewesen? Nein. Nur leicht beschädigt, ohne Magie. Das ist klar, das ist nicht beschädigt, das ist auch nicht beschädigt. Was sagt dein Schwert? Müsste ja auch heile sein. Auch leicht beschädigt. Okay. Ich kann zumindest ein neues Schwert kaufen. Ogna ist auch immer heile, ist klar. Leicht beschädigt. Meine Güte, Leute. Gut, jetzt auch alles heile. Das müsste ich einfach kaufen können eigentlich. Werde ich auch tun. Also zurück nochmal. Verkaufen bei Alp. Oder hab ich nicht gerade gesehen oder habe ich nur... Na, ich dachte wahrscheinlich nur, es ist halt ganz toll, weil und so, ne? Aber weg damit, brauche ich nicht. Läuft. Gibt auch ordentlich Kohle. So, ein neues Schwert kaufe ich trotzdem für Samira. Ist selbstverständlich das Ganze. Wir brauchen ein neues Schwert, ist ganz klar. Alles heil, alles fein. Das da kann ich offenbar nicht verkaufen, weil es kaputt ist, also schmeiße ich es direkt weg. Und abgesehen davon werde ich wohl zum Schmied eilen müssen, um mir dort diverse reparieren zu lassen. Hilft ja alles nichts. Taverne. Lagerhaus. So war ein Schmied hier. Da. Also mein Ziel ist es eigentlich heute, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Es ist nämlich Wochenende. Dass ich hier. Zack. Arbeit schaut über 6 Stunden. Okay. Kann also ein bisschen warten. Jedenfalls war mein Plan, heute das Spiel zu Ende zu bringen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ich habe theoretisch sozusagen unbegrenzt Zeit. Bis ich halt, naja, keine Lust mehr habe, einschlafe. Je nachdem. Gar nicht schlafen. Ich wollte... Ach, habe ich für Nächte gemietet, ne? Ich wollte aber... Okay. Ich wollte ein paar Stunden noch schlafen jetzt. Schön doof. Egal, ich muss trotzdem jetzt wieder rein. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit um ist. Ich muss jetzt nur mal eben schlafen. Machen wir mal 4 Stunden. Ich habe schon ein bisschen was erbracht gerade, weil ich reihe das ja aus. Da. So. Nicht beklaut worden, wunderschön. Na, wie sieht's aus? Okay, er ist kein Zauberer. Ich hab's mir ja fast gedacht. Und jetzt? Okay, noch eine Stunde Schlaf. Ich glaube, er ist aber schon zu, oder? Lass uns überraschen. Nein, nicht 3, was? Ich kann, mindestens 3, toll. Chance verpasst, würde ich sagen. Mano! Dann laufen wir jetzt hier lang, bis die Zeit vergeht von irgendwas. Ich kann auch dann auch noch einen Krämer aufsuchen, weil ich habe noch andere Sachen zu verkaufen. Herberge, nein. Heiler, nein. Händlerin. Ich habe ja deutlich mehr als bloß Waffenverkaufsmaterial. So ist ja nicht. Fangen wir mal an. Feuerarmut behalten. Was ist Feuerarmut? Das ist ja toll. Hat sich auch gewiss ausgerüstet. Goldschmuck. Pfeilschüssel weg. Die Schüssel brauche ich alle nicht mehr. Gold. Oh, mein Ork bringt tatsächlich überhaupt kein Geld. Ich habe es ja fast geahnt. Jetzt wissen wir es genau. Ich hätte mir so echt ordentlich Goldschmuck einpacken sollen. Wenn ich dann Gold gebraucht hätte, was ja gar nicht der Fall ist, ne? Und das Orkstück inzwischen entsprechend weggebracht. Das ist ja offenbar völlig wurscht. Aber egal, egal. Sollen uns jetzt nicht so stören. Brauche ich auch nicht mehr. Den behalte ich trotzdem noch. Sicher ist sicher. Mondscheibe war, glaube ich, auch Teil 1 sogar noch gewesen, oder?
Egal, ja, auch alles weg. Und hier noch mehr Goldschmuck. Astillenring behalte ich noch, weil ich glaube, der schützt vielleicht auch permanent gegen Feuer. Ich weiß es nicht. So, das war's aber trotzdem schon wieder. Was? Hab ich aber einen Kraftgürtel für... Hm. Warum das denn? Egal, ich habe ja noch einen. Ha, ha. Das war aber gerade ein Versehen. Macht aber nichts. Ist alles in Ordnung. Ich habe sowieso zu viel davon. Auch durch diesen anderen Totenkopfgürtel und so weiter. Kann ich das gar nicht verkaufen, den Bandstaub? Ich brauche das ja alles nicht. Ist ja richtig. Habt ihr völlig recht. Deswegen ist es auch nicht so dramatisch jetzt. Das muss auch noch weg, hier. Drei Tarnelen. Was soll ich mit so viel Zeug davon? Kann der das direkt hier verkaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ich könnte auch den hier loswerden, weil auch der mir nicht viel bringt. Weil ich habe halt einen Kraftgürtel. Ich glaube, kann man sich jemals einen Kraftgürtel gegen was anderes austauschen werden in dem Spiel. Aber wer weiß, wer weiß. Ich, naja. Mag sowas ungern weghauen normalerweise. So, jetzt aber. Dankeschön. Und jetzt haben wir nochmal Samira mit dem Schwert. Und das ist dann am nächsten Tag Pfeile und dann ist es auch super. Und jetzt gehen wir schlafen. Haben uns ja verdient. Das haben wir auch verdient hier, komm. Yam, yam, yam. Ach. Ist das wieder weg hier, meine Gebieterei von vorhin, ja? Ist ihm jetzt egal, ist ja nett. So, na, was soll's, hilft ja nichts. Ich bezweifle, dass die Zeit... Muss eigentlich um sein, doch klar, muss um sein, klar. Gib mein Schwert zurück. Zack. Läuft. Wo ist es? Achso. Aterion ist ja nicht mein Typ, sondern das Schwert heißt Aterion. Das schon, dass das ist. Egal. So. Soweit, so gut. Bannstopp würde ich eigentlich schon noch loswerden wollen, weil ich weiß nichts damit anzufangen, außer, naja, es ist halt da. Zaubertrankrezept. Sumpfranzen-Dokument kann weg. Habe ich alles weg eigentlich, oder? Eigentlich kann das alles weg. Das war soll der Quatsch. Kann ich wegschmeißen. So kann man es gezielter machen. Das passt. Ja, weg damit. Ja, weg damit. Dokument, weg damit. Hier weiß ich halt noch nicht genau. Ob sie ja behalten soll, aber nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, was das Feuer sein soll. Ob es Gift ist oder... Ich meine, ich habe das hier in so einen Spezialflaschen drin gehabt. Hier in diesen. Also, Gift ist das hier. Also, ist eher ein Zaubertrank oder... Entweder gibt es Leben oder Astralenergie dazu, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Farbe nach müsste es einfach von beiden sein. Aber ich kann es nicht sicher sagen. So, den Hammer brauche ich glaube ich auch nie, aber ist egal, die behalte ich trotzdem. Weil ich es kann. Wir speichern auf sich. Ja, ich speichere auf sich auf 2, weil ich ja den Gürtel verkauft habe, was eigentlich ungeil ist, aber auch eigentlich völlig egal. Und ich denke, das reicht mir auch schon. Ich werde nichts weiter Magisches machen lassen meinem Schmied. Ist mir auch wurscht. Oh, warte kurz. Eine Sache noch vergessen. Jesinne-Tempel. Da ist er schon. Sehr gut. Da will ich noch ein bisschen Geld spenden. Das hat für nachher noch eine Bewandtnis. Silber. Wie viel Silber ist denn das hier? Das ist jetzt ein Heller, richtig? Jetzt ist das ein Silberstück, okay, okay. Da müssen jetzt 8 Silberstücke da sein, ja? Okay. Man darf also nicht weniger als ein Silberstück spenden. Gut. Gehen wir 1000. Ist okay. Und jetzt ist uns hier Sinne sehr gut und wohlgesonnen und hat nachher noch eine kleine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es optional ist oder ob es man machen muss, aber. Wird sich dann zeigen, wenn es soweit ist, liebe Leute. So, ich. Ich denke, ich komme gar nicht raus aus diesem Wickelwimmerz auf, oder? Ich muss mal kurz gucken. Und ich muss immer ein Fenster aufmachen, weil es wird ganz schön warm gerade. Ich weiß gar nicht wieso. Ich schwitze voll. Sekunde. So spät am Abend. Ich hoffe nur, dass jetzt so viel Straßenlärm nicht reinkommt in das Mikrofon, aber was soll's. Das ist dann so, wenn es so sein sollte. Routenplanung. Ab nach oben. Ja, weiter. War ich da schon mal drin gewesen in diesem kleinen Punkt? Weiß ich nicht. Aber hier muss ich hin. Das ist Jolma. Oh, was jetzt? Oh, Goblins. Und dort ist eben der Tempel des Namenlosen, die letzte Anlaufstelle im ganzen Spiel. Das ist gar nicht wahr. Tempel des Namenlosen, Quatsch. Das war Teil 1 gewesen. Hier ist... Oh, nö. Da ist der Ingramosch-Zwergi-Typi.
Kernstation. Norhus. Ja. Was ist denn das da oben? Ach, bloß ein Herberg, okay. Dachte, hier wäre mehr als eine Herberge. Ja, was soll's. Essen, trinken, läuft, ne, wie immer so. Sweet, weil wir haben's halt. Und jetzt mal ein Talent. Wir hätten gerne eine gesunde Samira. Das wäre einfach schöner. Frostschaden, locker geheilt. Immer noch Winter, das ist unglaublich. Wie lange haben wir Winter? So, schön erholt. Und jetzt aber weiter mit so einem Herberg. Aber war ich gerade drin? Ah, ist Quatsch. So, Routenplan. Habt ihr schon gesagt gehabt vorhin? Ja. Nein, nicht weiter fortsetzen. Ich komme sowieso nicht daran. Lagerplatz. Noch einmal schlafen. Und dann sind wir da. Betreten? Jawohl, natürlich. So, hier ist irgendwo. Ach, ich dachte mir, so. Was ist denn hier los mit mir? Meine Fresse. Jedenfalls, hier ist noch ein Schmied, toll. Ich hätte hier ein paar Sachen heilen können. Hier irgendwo ist das Haus vom Zwerg Ingramosch. Kenne mich nicht. Oh, okay. Glaube ich nicht. Die reagiert so empfindlich, ich kenne die bestimmt. Oh, sieht anders aus als sonst, oder? Die Häuser. Von ein bisschen schon. Also auf der Karte jetzt natürlich, hier nicht. Ja, die einzige Schwierigkeit wird sein, jetzt das Haus zu finden, weil ich mich überhaupt nicht weiß, wo ich hin muss. Das steht in der Lösung nämlich nicht. Ich schätze mal, ich werde aber mich durchfragen müssen. Und hoffen, ich finde dann Ingramosch auf diese Art und Weise. Ja, der war hier. Ein sehr höflicher Zwerg. Er hat auch nicht so gerochen wie die meisten. Er hat wohl versucht, hier Mitstreiter für irgendwas zu finden, aber seit 2 Wochen ist er nicht mehr da gewesen. Komisch. Das war er zumindest früher ziemlich oft. Hoffentlich ist ihm nichts geschehen. Ja, ich würde jetzt wissen, wo sein Haus ist. Hat mich also in dem Sinne nicht weitergebracht. Aber wir haben noch Tavernen, hoffentlich zur Option. Am Ende muss ich halt jedes blöde Haus hier ansprechen. Kennt man ja auch schon aus der Taverne. Aber es ist doch mitten am Tag. Oder warte, die Sonne ist, glaube ich, in dem zweiten, letzten Hügel da? Nein, wohl doch nicht. Magerhaus, Kräuterhändler haben wir auch noch. Ich könnte ein paar Kräuter verkaufen, sucht man eigentlich. Generell kann und soll ich jetzt alles verkaufen, was ich so habe. Steht in der Lösung als Tipp. Also nicht ein Kräuter, aber keine Ahnung, so. Was kann ich jedenfalls da wirklich sagen? Das benutze ich doch sowieso nie. Goldleim, ich weiß nicht, was Goldleim macht. Es ist. Ich kann es bloß selbst trinken. Das bringt mich halt in Teufelsküche, das war schon. Bannstaub weg. Zauberdank behalten wir mal. Goldleim wieder weg. Hier, 3 Stück davon. Hau weg. Ist sowieso nichts wert. Passt. Nochmal Goldleim. Komm, jetzt aber. Weg damit. Ordentlich Kohle. Hier muss man alles verkaufen, was hier so unwichtig ist. Oder so ziemlich alles. Auch Schlafsäcke und Proviantpakete wird geschrieben in der Lösung. Das ist sehr überrascht. Und wie soll ich mit Kräutern allen decken? Noch dazu. Der Bellmann war das seltener, ne? Mit was meine Magieresistenz erhöht. Nein. Wie teuer ist das? Sehr teuer? 12 Dukaten. Naja, das Geld haben wir ja. Zaubertrank, Heiltrank. Super Heiltrank. 50 Dukaten. Eieiei. Aber das wird empfohlen, gekauft zu werden. Also machen wir das mal aus Spaß davor. Das wird vielleicht schon Grund haben. Ich weiß nicht, was ich hiermit soll mit dem Zeug. Deswegen lasse ich es mal da, wo es ist. Jetzt aber ordentlich Rabatt erfalschen, bitte. Naja, geht so. Egal, wir haben das Geld da, was wir quasi hatten, als ich die Folge heute gestartet habe. Also, habt nicht wirklich Minus gemacht. Ich weiß ja, was Zeug das hier alles lohnt. Ich weiß es einfach nicht. Weil ich nicht weiß, wofür es da ist. Ist natürlich traurig, aber wahr. Kräuter passen, glaube ich, was er also hat, oder? Ich brauche da nicht mehr. Ich muss das noch loswerden. Die ganzen Schlafsäcke brauche ich nicht mehr, wohl in Teil 2. Teil 3. Und wie gesagt, auch Proviantpakete wird gesagt, soll man ruhig verkaufen. Ich weiß nicht genau, wieso man es verkaufen soll, weil es steht halt da auch direkt drin in der Lösung, dass die Preise in Teil 3, also Schatz über Riva, die gleichen sind wie in Tjolva. Na toll. Und draußen ist schon wieder Krieg hier. Irgendwelche Kittys die blöde Böller hochlassen, obwohl es lange noch nicht Silvester ist. Ach, ist voll Idioten überall. Ja, das haben wir davon, wenn das Fenster aufbleibt, ne? Willst du. Was willst du machen?
Doch ein Schmied. Ist ja sehr schmiederig hier.